Liebe Friedenstunnel-Freundinnen, liebe Friedenstunnel-Freunde, das Jahr geht ins Land und die Friedensklänge gehen weiter. Leider ist das Jahr kalt. Wir haben mittlerweile den 9. Mai und ich muss noch Winterklamotte tragen. Das finde ich ganz schade, aber hier im Friedenstunnel sind wir wenigstens trocken. Und ich begrüße auf das Allerherzlichste zwei mir völlig neue Musiker, beziehungsweise der eine ist mir nicht ganz neu. Ralf Stahn, wir haben uns ja schon mal gesehen bei den Tunnelbegegnungen 2018. Da hast du gespielt mit? Michael Gerdes war ich. Mit Michael Gerdes war Ralf Stahn schon im Tunnel, aber heute ist Premiere für Dennis Fischer. Dennis Fischer, du bist das erste Mal dabei. Ich bedanke mich herzlich, dass du auch unsere Friedensklänge unterstützt. Natürlich auch an dich ein dickes Danke. Heute wird Leonard Cohen gespielt, ein mir ganz beliebter Sänger, Komponist. Und der hat ein Lied getextet, was heißt The War, der Krieg. Eigentlich denken wir, im Friedenstunnel passt das nicht, aber wir werden sehen, es passt. Ich freue mich sehr auf euer Lied, auf euren Song und bedanke mich nochmal herzlich. Viel Spaß euch beiden. Between the rich and poor, a war between the man and the woman. There's a war between the ones who said there is a war and the ones who said there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, living with a woman and a child, the situation makes me kind of nervous. I rise up from her arms, she says, I guess you call this love, I call it service. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? You can still get married. You can understand what I become. You much prefer the gentleman I was before. I was so easy to control, so easy to defeat. I didn't even know that there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war? Let's all get nervous. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war? Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ihr dieses Stück gespielt habt. Es passt zum Friedenstunnel auf eine ganz besondere Weise. Auch wenn es von The War handelt, also von dem Krieg, so mag es auf der Gegenseite doch auch wieder auf den Frieden hinweisen, den wir brauchen, den wir uns wünschen. Und vielleicht habt ihr das festgestellt, es sind viele Leute durchgegangen. Durch Corona bleiben sie auch zurzeit noch nicht stehen, so wie wir uns das wünschen. Eigentlich haben wir ja hier immer Konzerte. Und eigentlich würden euch auch Zuschauer zustehen. Deswegen frage ich euch, ob ihr bereit seid, noch ein weiteres Mal in unseren Tunnel zu kommen. Kann ich euch überreden? Gerne, gerne. Ja? Sehr gerne, ja. Fein. Und vielleicht darf ich sogar einen Wunsch äußern. Und bisher ist Leonard Cohen noch nie hier im Tunnel gespielt worden. Also ich fände klasse, wenn ihr noch ein weiteres Stück im Repertoire habt und ein zweites Mal kommt, zu anderer Zeit. Machen wir das? Sehr gerne. Klasse. Ja, dann bleibt mir noch, wie jeden Sonntag, eine der vielen Friedenstexttafeln hier aus dem Tunnel vortragen zu dürfen. Heute möchte ich eine alevitische nehmen. Es sind zwei Sprüche darauf zu lesen.
Der ehrwürdige Wegweiser Ulu Reber Mohammed Mustafa hat zwei Texte geschrieben, die wir uns vielleicht zu Herzen nehmen dürfen. Der eine Text lautet folgendermaßen: Menschen miteinander in Verständigung und Frieden zu bringen, ist wertvoller als alle Gebete und alles Fasten. Das wäre ein hehres Ziel. Wir versuchen das mit unseren Friedensklängen, mit unseren Veranstaltungen hier im Friedenstunnel oder in unserem Verein, Menschen miteinander in Verständigung zu bringen. Und was verbindet da manchmal besser als die Musik? Eure Musik, lieber Ralf Stahn, lieber Dennis Fischer, trägt dazu bei, dass Menschen euch zuhören, die den Friedenstunnel schätzen und auf diese Weise vielleicht ein kleines bisschen Frieden in ihrem Herzen haben. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal sehr herzlich bei euch beiden und bei euch allen, die ihr zuhört, bei unseren Friedensklängen im Friedenstunnel in Corona-Zeiten, nur ein Song online. Und tschüss!